Alter, wie schnell war ich denn jetzt tot? Und nur weil dieses verfickte Gamepad wieder verzogen hat. Vergiss es, du brauchst ja nicht hinkommen. Du musst echt aufpassen, das sind so viele. Nein, du bist tot. Ja, natürlich bin ich tot. Weil dieses scheiß Gamepad hier mal wieder verzogen hat. Hör doch! Warum hört das nicht auf? Es nervt mich so dermaßen ab. Ich hab gleich keinen Bock mehr. Mach mal eine Tastatur. Das hört nicht auf. Ich kann so nicht weiterspielen. Kannst du vergessen. Ich brauch so nicht weiterspielen. Alter, wie treffen die mich denn? Ich stehe hinter Kanistern. Oh, hier geht Waffe in der Wand. Hör doch auf damit! Das kann doch nicht sein, Mann! Was soll denn das? Ach, Crane, jetzt tu mir doch einmal einen Gefallen und hör mit der Scheiße auf! Nicht laufen kann, weil du mich überholst. Ah, hier. Ja, eigentlich packt man sich ja nicht aneinander fest. Ich kann nicht hochgehen, wenn du da dran rumhängst. Ja, unlogisch. Normalerweise geht das doch. Man kann ja auch so durcheinander ja, durchlaufen. Ja, keine Ahnung. Spiel halt, ne? Oh, geil. Nägel. Schönes Begrüßungsgeschenk. Telefon. Ja, da können wir gleich unseren Sarg mit zunageln lassen. Was? Ja, den Nägeln kann man in seinen Sack zunageln lassen. Ja. Ein bisschen Alkohol und Kippen vorher nee, noch. Von wegen Begrüßungsgeschenk und so, weißt du halt. Eine Schnur können wir uns gleich mit erhängen. Ich glaube nicht, dass die Schnur reicht. Ich habe ein paar davon mittlerweile gefunden. Bin da alles. Ich finde nur Alkohol und Kippen, ja danke. Ich weiß auf welche Art und Weise ich mich umbringen soll. Ja, oder halt, damit du es irgendwie ansatzweise erträgst. Ich soll mich umbringen und du musst es irgendwie dann übertragen oder so. Ja, geil. Mann, wo bleiben die? Warte. Wie lange sollen wir denn noch auf sie warten? So lange wie nötig. Entspannt. So, ich würde sie jetzt gerne alle erschießen. Ja, ich wollte nur auch mal gerne auf die Waffe wechseln gerade. Alter, geht's... Ah! Hörst du mich? Hör doch Train auf! Hier. Was gibt's, Kumpel? Sag allen, dass sie sich von den Rettern fernhalten sollen. Sie haben mich an Raiz verraten. Mist. Alles klar? Kontaktiere Troy, sobald du an Sektor 0 ankommst. Sie ist die einzige Person dort, die dir helfen kann. Ja, das hatte ich vor. Oh, ich könnte so kotzen. Ich kann so kotzen. Ich hab gleich keinen Bock mehr und dann gehe ich offline und dann gehe ich heulen. Hier ist eine Statue auf dem Tisch. Kommt erstmal von oben runter. Sie wird noch da. Ha? Ich dachte, ich wollte gerade sagen, es sind aber Servietten und keine Statuen, da habe ich sie bei einem anderen Tisch. Nein, ich habe aus den Servietten eine Statue geformt. Oh, ein Drucker! Schön! Ich hätte die Technik ja noch zu funktionieren, was haben wir denn hier? Epidemic under control. Ja.
irgendwie, ob das unter Kontrolle ist, wage ich jetzt zu bezweifeln, aber interessant, wie sie auf allen Laptops, die hier rumstehen, exakt dieselbe News, exakt dasselbe News-Video auf Pause haben. Wenn man schaust, an dem hier vorne... Ja, aber hinten jetzt gerade im Dings auch. Ups, ich hab den Ventilator kaputt gemacht. Wie kannst du nur, der arme Ventilator? Den noch? Ich hoffe es nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier raus oder so. Ich guck mich gerade noch auf der Etage um. Ja eben, ich wollte mich auch gerade noch umgucken. Ich bin aber gerade hingelaufen, wo wir uns nicht umgucken müssen. Aber hier scheint nichts, hier scheint nicht raus zu sein. In die Türen kommst du nicht rein. Die haben alle keine... Ja, bin ich auch gerade schon einmal rumgelaufen. Na ja, dann können wir gehen. You think we can go? Ja. You think? Guck mal, Müllsäcke. Ich kann nicht mehr reinspringen. So. Klopf, klopf. Ja, interessant. Ich wüsste zwar gerne, wie die Scheibe da oben Hochhäuser von oben her hätte spiegeln können, aber egal. Wie es sich herausgestellt hat. Crane, nein, aus! Was gemacht? Oh. Da war F zum Drücken. Dann wollen wir mal. Jade, Crane hier, bist du da? Jade, ich bin's, hörst du mich? Verdammt. Wie erwartet. Zeit für Plan B. Zeit für Plan B. Boy, Crane hier, hörst du mich? Crane, schön von dir zu hören. Wie kann ich dir helfen? Ich bin in der Gegend und hätte was mit dir zu besprechen. Wo kann ich dich finden? Du bist hier? In der Null? Wunderbar. Siehst du diese zwei Türme? Einer höher als der andere Baugerüste an beiden? Wir nennen es unser Loft. Geh dahin, wir warten dort auf dich. Ja, die beiden Türme weit und breit. Nein, sehe ich nicht. Ich bin Crane. Dr. Campton, hören Sie mich? Crane hier. Campton, hören Sie mich? Crane? Ja, ich höre Sie. Was ist los? Ich bin in Sektor 0. Ist Jade bei Ihnen? Nein, noch nicht. Da ich mich wegen Rais-Schlägern hier verschanzt habe, könnte es schwierig für Sie sein, mich zu erreichen. Apropos. Doktor, geht's Ihnen gut? Ich bin umzingelt, aber zumindest sicher. Kommen Sie hierher? Später. Zuerst muss ich Jade und Sarahs Forschungsdaten finden. Dann komme ich zu Ihnen. Verstanden. Ich werde warten, Crane. Da war eine Kiste zum Aufmachen, aber du bist irgendwo hin. Ich bin jetzt looten. Ich glaube gerade, ich versuche gerade aus der Tür auszubrechen, weil ich auf andere Wege reingekommen bin. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die schicken die Bomber. Ah, oh, behinderte Tür. Was tust du da? Oh nein, hier gibt's. Oh, hier ist noch eine Kiste, eine goldene Kiste. Geld. Also zumindest Taschen. Ich doch genug die Tür auf. Alle ab. Hier ist eine Kiste. Lass uns erstmal zu Troy gehen am besten am Anfang. Jetzt so. Vielleicht können wir da auch nochmal neue Klamotten kaufen. Noch ein Katana. Wir sind da nur Sensen drin und Kaffee. Ja, es tut gar nicht weh, wenn man hier runterspringt. Ich find's aber auch spannend, dass das Ding nicht eingerissen ist bei dem Sprung. And run! Was war daneben? Oh, guck mal, was ein moderner Bus. Abgesehen davon, dass er wahrscheinlich fahruntüchtig ist. Crane. Oh nein, was hast du gemacht, Crane? Crane steckt in einer Kiste fest.
Mach auf, los. Bin dabei. Hör auf Stella zu stöhnen, auf. Das irritiert mich. Sei schneller dabei. Ich weiß, dass du drauf stehst, wenn ich stöhne. Jetzt ist mein Inventar voll. Toll. Alles deine Schuld. Ja, ich weiß. Weil ich nämlich meine Sachen in dein Inventar ablege. Warum tust du das? Wenn meine Wäsche fertig ist. Das ist gut. Ach, Crane! Es kann nicht sein, ey, ganz ehrlich. Crane, hör doch auf mit der Scheiße. Ich... Ey, ganz ehrlich, wir gehen jetzt zu Troy und dann muss ich mir erstmal was einfallen lassen. Ich kann so nicht spielen. Aus einer Tastatur? Nee, ich will nicht mit einer Tastatur spielen. Du musst das jetzt gleich abbrechen. Ich hab da meine Prinzipien. Warum? Das ist halt auch Tastatur so schlimm. Ich will einfach nicht, okay? Aber natürlich kann man ja hier jetzt wieder kein Dings einsetzen, den Haken nicht. Das ist ein Sprung für mich daneben und ich bin weg. Was ja vor allen Dingen ganz schön leicht ist, daneben zu springen. Hä? Wo geht's hier hoch? Ach, da. Wer klettert hier freiwillig so darauf rum? Hey, du bist Crane, oder? Ja, der bin ich. Ich bin Michael. Troy wartet oft auf dich. Gut, dich hier bei uns zu haben. Nein! Will es nicht. Ich hab's doch abgebrochen. Was ist das? Ach Mann! Ich hab's abgebrochen. Ich mach gar nichts. Oh, was denn, Mann? Das ist auch so eine Scheiße im Koop-Modus. Du kriegst Dinge an den Kopf geklatscht, die du gar nicht machen willst. Ich dachte, ich könnte das hier aufheben, halt das hier, was hier rumliegt, dieses hier, diese rote Flasche. Und jetzt ging es nicht weiter. Ich habe eigentlich N für Nein gedrückt und plötzlich nimmt das an. La 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 la, können wir es nicht irgendwie abbrechen oder so? Hallo, lass mich rein. Essen das Ding. Es pfeift auf jeden Fall. Ja, hat gar keinen Namen. Es pfeift auf jeden Fall ganz schön hier oben. Ja. Water. Da unten steht Water auf dem Dach. Water. Vielleicht brauchen die Wasser. Ach, kommst du auf die Idee? Sie suchen nach jemanden, der Water heißt, zufälligerweise. Heißt du Water? Hm. Aber da ist doch ganz viel Wasser. Der ist Salzwasser, das ist die Frage, ob es so gut zu trinken ist. Ah, ein bisschen Schwund ist immer. Dehydrierst du halt ein bisschen. Hier ist nix. Ich frag mich, von wo aus wir gekommen sind. Wenn das da drüben die Brücke der Schande ist, sind wir ja da gekommen, wo dieser Kramer den hoch hat. Da frage ich mich, also durch was für ein Warp-Tunnel wir gegangen sind, dass wir plötzlich so weit von da weg sind. Keine Ahnung. Ach, da. Crane! Was eine Ehre. Ich bin Savvy, der Technik-Freak hier bei uns. Ich habe das Funkstörsignal beinahe durchbrochen. Hier, sprich mit Troy. Hallo, Kyle Crane. Schön, endlich mal das Gesicht zur Stimme zu sehen. Du suchst nach Jade Aldemir, oder? Ja, ja, hast du sie gesehen? Weißt du, wo sie ist? Jade, hier ist Troy. Hörst du mich? Was gibt's, Troy? Jade, ich bin's, Crane. Ich weiß, dass du zu Camptons Klinik willst, aber da sind Massen an Zombies. Und da ist Schläger. Ich komme und helfe dir. Crane, lass mich in Ruhe. Wenn ich deine Stimme höre, denke ich ständig an Radio. Bitte hör mir zu. Die Sache ist die. Der GRE hat mich angeheuert, okay? Ich sollte rausfinden, wem Reis die vertrauliche Datei geschickt hatte. Aber das ist jetzt egal, denn das Ministerium hat sich gemeldet. Jade, sie wollten die Stadt bombardieren, aber ich konnte sie überreden zu warten. Denn sie wollen die Forschungsdaten, die du hast. Wir müssen ihnen irgendwie mitteilen, dass wir die Daten haben. Du Bastard! Du verlogener Bastard! Jade! Verflucht. Crane. Jade war bei unserem letzten Kontakt in der Universität, östlich von hier.
Falls von deiner Geschichte auch nur ein Funken wahr ist, musst du sie finden. Hurra! Lady, was haben sie mit ihrem Gesicht gemacht? Das sieht ziemlich verbrannt aus. Ja, ich hätte sich mit ein paar Zombies angelegt. Willst du die jetzt hier looten, oder was? Gibt nichts zum Looten, das ist traurig an der Sache. Oh, doch, hier oben gibt's was. Nein, da unten, hä? Wow, du kannst die Holzbretter klauen. Die sind ja noch ärmer als die in den Slums. Es ist nicht schön, dass die Jets schon so hart hier rüberfliegen. Na, derb. Warte mal, gibt's denn noch irgendwie einen Händler oder sowas? Unten, ne? Hallo, wer seid ihr denn? Du bist ein Händler. Welcome to the tower, you must be 38. Pistole kann weg, das kann weg. Tomahawk und so behalte dich mal. Was hat denn der hier so im Angebot? So, wo komme ich zum Händler, wo du gerade bist? Es war einfach nur eine Etage weiter unten. Ah, da. Bist du Crane? Siehst jedenfalls aus wie er. Ja, der bin ich. Was machst du hier, Kleiner? Bist du ganz allein? Papa ist vor 2 Tagen gestorben. Aber er hat mir beigebracht zu überleben. Hallo? Papa hat einen Geheimvorrat für Crane zurückgelassen. Bitte. Wenn du beweisen kannst, dass du es bist, kriegst du ihn. Okay, aber wie soll ich beweisen, dass ich es bin? Geh raus und sag mir, wie schnell du bist. Papa hat gesagt, Crane ist schneller als alle anderen. Also sei einfach schnell. Okay, bin ich halt einfach schnell. Jetzt habe ich den Funkspruch natürlich überhaupt nicht gehört. Ich auch nicht. Und ich lustig ist, ich bin gerade mit dem Händler anreden und dann springt er rüber zu dem Kind. Oh, das ist Händler-Interface offen und dreht es eigentlich gerade mit dem Kind. Lol, okay. Das heißt, ich verticke dem Kind jetzt die ganzen Dinge. Okay, cool. Freut das Kind sich bestimmt. So, ja, was war das jetzt für ein scheiß Hilferuf? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier gibt's noch ein GRI-Paket zu holen, tatsächlich. Wo? Ist auf der Karte markiert, ich hab's markiert. 1, 2, 3! Ah, das passt weg. Aua. Oh, hier liegt ein Bauplan. Den ich nicht aufheben kann, weil Crane mich gerade wieder abfuckt. Da heilt er sich gerade selber? Elektromod. Okay. Es tut mir leid, aber ich muss das Let's Play jetzt erstmal beenden. Ich kann so nicht weiterspielen. Es geht einfach gar nicht. Ich muss jetzt erstmal irgendeine Lösung für die Scheiße finden. Ich hab einen, aber die willst du nicht. Nee, weil ich das gerne mit dem Gamepad zu Ende bringen würde. Auf der Konsole hat es immerhin auch funktioniert. Warum soll das dann so auf dem PC nicht funktionieren? Ich habe leider das Gefühl wirklich, dass die bei den Scheiß-Events irgendwas verhunzt haben. Wo komme ich denn jetzt hier weiter? Hier, du bist tot. Was hast du gemacht? Nee. Es sind Leute mit Schusswaffen. Überhaupt weiter. Bringt sich gerade selber um, das finde ich sehr lustig. Das bin ich tot. Wenigstens du hast deinen Spaß.
Naja, dass man so Spaß nennen kann, wenn man auf dem Boden rumliegt und trotzdem noch angeschossen wird. Wow, Leichenschändung. Weil er nicht tot genug ist. Sag ich, wird die ganze Zeit Feuer geknistert, aber ich sehe kein Feuer. Na gut, ich verabschiede mich an dieser Stelle erstmal. Ich muss jetzt erstmal dieses scheiß Problem lösen. Ey, ist so, ich kotze im Dreieck, ich sag euch das. Nur im Dreieck? Ja, im Dreieck. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich. Hast du was gegen Vierecke? Ja, ich bin Viereck-Rassist. Warum? Hast du gegen Vierecke? Was haben die dir getan? Sie sind viereckig. Oder was haben sie dir nicht getan? Naja, bis dann. Ja, auf Wiedersehen und tschüss.